Ja, wunderschönen guten Nachmittag. Wir haben uns wieder eingefunden in unserem Podcastl. Im Podcast-Studio. Also nicht unterbewerten, oder? Ja, es ist ja der Podcastl sein. Wir haben ja da, Alex. Folge 7, glaube ich, haben wir jetzt mittlerweile in der vierten Staffel. Insgesamt Folge 43, sowas. Wir haben heute eigentlich ein wichtiges Thema und das geht eigentlich oft unter. Hin und wieder gibt es einen Hype. Über das Bienensterben kommt hin und wieder auf. Wir reden über die Bienen. Wir haben da im Bezirksobmann Michael Zavadil. Grüß Gott. Von dem Imkerverein, Bezirksobmann, ja. Und von Stadtbruck, quasi ein Obmann, in Thomas Leitner. Hallo. Grüß euch gut, vielen Dank fürs Kommen. Thema Bienen haben wir heute. Ihr seid Imker. Jetzt kann man so sagen. Ja, also. Wie wird man erkannt? Imker? Wie wird man Imker? Man muss erst einmal wollen. Und dann idealerweise, also das ist die Vorstellung von der Vereinsstruktur, dann widmest du dich ein bisschen dem Thema, suchst du die örtlichen Vereine raus, Homepage oder du kennst irgendeinen und dann gibt es dieses schöne Wort des Bienenpatens. Bienenpate? Der Bienenpate, du bist ein Bienenpate? Der Pate. Wer ist da wichtiger, die Königin im Volk oder der Pate? Das ist jetzt schwierig, gell? Ja, wüsstest du beantworten? Na, gerne, red einfach. Ja, alles gut, ich bin verheiratet, da gibt es keine Option. Na, wie lange seid ihr schon Imker? Also ich mache das jetzt sicher schon 18 Jahre. 18 Jahre, ja. Was war der Moment, wo du gesagt hast, ich möchte Imker werden? Den gibt es glaube ich noch immer nicht. Also ich fühle mich auch nicht so, als wäre jetzt alles fertig und das ist einfach ein Prozess, der entwickelt sich. Aber was du meinst, ist, es hat irgendwann einmal, also bei mir hat das ein bisschen anders angefangen. Ich hab Agrarwissenschaften studiert und habe vorher schon sehr gern Met getrunken. Und dann haben wir gedacht, naja, wie war das, wenn man den selber macht? Und dann haben wir das probiert und haben den selber gemacht. Und dann haben wir gedacht, okay, jetzt haben wir schon, jetzt gehen wir einen Met selber machen, jetzt braucht man eigentlich nur meinen eigenen Honig dazu. Und über die Schiene bin ich halt dann also eigentlich übers Trinken. Übers Trinken, ehrlich. Ja. Da kann man dazu muss man ja sagen, die besten Ideen. Wer weiß, wissen alle, was ein Met ist. Also ich meine, ja. Bei euch mache ich mir keine Sorgen, aber... Sind wir so? Ah ja, ist der Ruf. Ist okay, der Ruf. Nein, was mich ja für mich interessieren wird, ja. Also Imker seid ihr aus Überzeugung, genau. Und im Hobby. Was macht ihr sonst, damit wir die irgendwie vielleicht ein Psychogramm erstellen können? Wie es vom Hauptberuf zum Imker sein? Braucht man da als Ausgleich extrem viel Ruhe oder Fingerspitzengefühl oder ein bisschen wie soll ich sagen? Oder man steht drauf gestochen. Oh, genau, richtig. Du hast, genau. Das, du hast das richtig also übernommen. Bei Psychogramm steige ich dann einfach gleich ein. Ja, ich bin Psychotherapeut. Okay, na dann. Und ja. Und du bist? Ich bin halt, wie gesagt, studierter Agrarwissenschaftler und arbeite in einer Bestattung. Ah, okay. Okay. Mhm. Wie oft kommt das vor, dass du da so Präventionsinformationsabende hast, dass man von Bienenstich dann nicht das Zeitliche segnet? Im Gegenteil, Bienenstich ist sogar sehr gesundheitsförderlich. Also je mehr du gestochen wirst, desto besser ist es eigentlich. Wenn man dann außer immunisiert wird. Du bist allergisch, dann ist eher final. Okay, zurück und zum es Thema. Es gibt auch sehr wohl eine Schwelle, wie wir das, wer auch immer korrigiert es mich, wenn es falsch ist. Ein Stich pro Kilogramm Körpergewicht ist dann schon eine Schwelle, wo es gefährlich wird. Mhm. Wie oft wird es jetzt auch gestochen im Jahr? Zählt ihr da noch mit oder ist das einfach dann schon im Arbeitsalltag? Das ist gar nicht so oft. Also bei mir ist es nicht so oft. Das sind, wenn dann eher Föller, die der Imker macht. Irgendwas. Also das Gestochenwerden bezieht sich auf, entweder ziehst du einen Schutz an, dann wirst gar nicht gestochen oder du gehst ohne Schutz hin und dann, je nachdem wie die Bienen halt drauf sind, also das kannst du auch abschätzen, aber weiß ich nicht, 8, 9, 10 Mal vielleicht im Jahr. Mhm. Da möchte ich noch später dann zu dem Thema kommen, weil es gibt ja auch so wie vom Produkt der Biene, also dem Honig, Hausmittel, Rezepte unter Anführungszeichen, aber auch für den Bienenstich selbst. Wird sie wahrscheinlich auch erfahren sein, was da gibt. Also dass man sagt, ich glaube, ich kann es noch eine Zwiebel drauf geben oder solche Sachen. Aber ich wollte eigentlich vorher auf was anderes hinaus. Ich habe im Vorgespräch mitbekommen, ihr seid ja nicht nur Imker und das, was man sich jetzt als Otto-Normalverbraucher vorstellt, also man hat jetzt einen Bienenstöcke und das Produkt ist der Honig, sondern ich habe irgendwie mitbekommen, für euch ist es besonders wichtig, dass ihr ein Forum bietet für Menschen, die sich dafür interessieren und die da, und ihr achtet sehr darauf, dass der Umgang mit dem Tier oder mit den Bienenfamilien oder wie man das halt jetzt richtig nennt, Völker. Das habe ich eigentlich gesucht. Ihr seid darauf bedacht, dass ihr
aufklären wollt. Ihr wollt ein bisschen erklären, wie macht man das richtig und nicht nur einfach jetzt das Endprodukt in der Masse zählt, sondern schon einfach, dass das im Einklang mit der Natur praktisch steht oder mit den Tieren. Kann man auf alle Fälle so unterschreiben. Ich würde nur beim Wort richtig kurz einhaken, weil da sind wir schon beim großen Thema. 10 Imker, 20 Meinungen. Machst du es so, machst du es so, machst du es so. Na, das ist komplett falsch, das ist hin und her. Ich würde es eher in die Richtung gehen, einen ehrlichen Blick auf die Geschichte. Mhm. Also nicht einen übergroßartig romantisierenden, die liebe Biene und danke, dass sie uns den Honig gibt, aber auch nicht diesen, okay, gut, weiß ich nicht, das sind Massentierhalter, weil das sind 80.000 bis 100.000 Bienen in einem Volk drinnen und ja. Also ich glaube, ehrlich ist das Passendste für mich. Mir hat überrascht, ich habe in Wikipedia ein bisschen vorgeschummelt, eine Biene, also die österreichische bekannte Biene quasi, ist wieder nur 30 bis 60 Tage alt. Das hat mich überrascht. Das ist Sommerbiene. Das ist Sommerbiene. Also du musst da unterscheiden, es gibt Sommer- und Winterbienen, wie der Name schon sagt. Und die Sommerbienen leben halt knapp einen Monat. Das liegt einfach daran, dass die viel mehr arbeiten als die Winterbiene. Die Winterbiene hat eigentlich nur die Aufgabe, dass sie die Königin schützt und schaut, dass die überlebt. Dass die überwintert praktisch. Mhm. Ja. Und das ist eigentlich ganz witzig, wie die das machen. Nämlich einfach nur kuscheln und brummen, damit Wärme, Flügelschlagen, Wärme entsteht. Und dann kannst du so eine Kugel vorstellen von den 5, 6, 7, 8.000 Bienen in der Mitte die Königin. Und denen ganz draußen wird logischerweise irgendwann kalt. Und dann wechseln die sich einfach ab, dann gehen die wieder eine. Die von in der Mitte ganz heiß rauskommen. Gruppenkuscheln quasi. Ja, super. Also ein Swingerclub praktisch. Na, wie schaut so ein Bienenjahr dann aus? Wie man das so zusammenfassen könnte? Ja, gibt es ja dann nicht, dass man 60. Ja, aber das ist ja, jetzt gibt es eine Wintersaison und eine Sommersaison, habe ich jetzt mal rausgehört. Aber wie kann man sich eure Arbeit aufs ganze Jahr so verteilt? Wann seht ihr zum Beispiel, wann wird geerntet und was gibt es da? Also die Arbeitsschritte. Das erste Halbjahr, ich mache das zweite. Das ist das erste Halbjahr. Ja, kommt drauf an, wann fangen wir an mit dem Jahr? Mit Jänner oder mit, wann es wirklich so losgeht? Normalerweise schon. Na ja, okay, gut, danke. Also Jänner erst, ganz wichtig, mein Geburtstag. Dann, solange es noch kalt ist, halt Werkzeug herrichten, desinfizieren, alles putzen, die Kisteln, also die Beuten oder die Zargen, das sind diese, die Stockwerke haben. Oder je nachdem, ob du mit dem Bienenvolk, ob du ihr Wachs und ihre Zellen selber bauen lässt oder ob du eine Mittelwand hineintust, also Wachs vorher schon hinein, wo sie einfach nur die Höhe quasi ausbauen müssen. Das kannst du also vorbereitende Arbeiten machen und möglichst die Finger stillhalten, weil das ist das Gefährlichste, dass du schon denkst, es ist schon ein bisschen warm, sie fliegen schon ein bisschen, geht schon aufmachen, reinschauen und dann hast du ihnen das Mikroklima gleich einmal schön zusammengehauen. Dann wird es irgendwann Februar, Jänner, Februar, März. Und dann schaust eigentlich mehr auf die Natur draußen, was schon zum Blühen anfängt, weil das ist so der erste Indikator. Okay, gut, wenn schon bestimmte Pflanzen blühen, die Pollen, die Energie bringen, dann weißt du schon, okay, gut, jetzt geht's los. Jetzt fängt die Königin an, Eier zum Legen und dann geht es bis April, Mai und dann explodiert das Bienenvolk. Da musst du wirklich on point dahinter sein, weil da hast dann die Königin, legt so bis zu am Tag 2000 Eier. Also wenn man sich vorstellt, wie klein die Königin ist und wie klein auch ein Ei ist, hast du das groß im Kopf, wie viel ihre eigenen Körpermasse sie da eigentlich umsetzt. Also die legt eigentlich nur rund um die Uhr. Unglaublich. Also die wird gefüttert, die wird putzt, aber ist eigentlich nur dazu da, um Eier zu legen, rund um die Uhr. Könnte man so viel kuscheln? Also ist klar. Kuschlerinnen bitte. Ja. Kuschlerinnen. Also Entschuldigung. Ja, das hast du auch, glaube ich, richtig nachgelesen. Ja, ja, schon gelesen. Es stechen ja nur die weiblichen Bienen, gell? Genau. Was machen die Mandeln eigentlich dann? Naja, die haben keinen Stachel, also wissen wir nicht, ob sie es adaten, aber die sind einfach nur zum Begatten da. Na? Sklaven. Zum Sexsklaven. Zum Bestäuben dann die praktisch. Ja, nein, ja, wirklich, die sind einfach nur da, die sterben Preisen. Aber noch, also weil sie da so gefreut sind. Ach so, okay. Das ist ein einmaliger Akt und dann ist vorbei. Ja, schönes Leben, oder? Gut. Ja, nein. Die anderen müssen 30 Tage lang arbeiten, so wie ich das gehört habe. Gut, also ist richtig. Wir beide kennen und sagen, wir waren schon nicht mehr da, oder? Ja. Aber wir müssen auch keine 30 Tage arbeiten. Ja, aber die werden auch am Ende der so, werden die nicht mehr, werden die rausgeschmissen. Das ist so, okay, gut, ihr bringt uns nichts, ihr kostet nur unnötig Energie, außer mit euch, wir lassen euch gar nicht rein und dann. Ja. Genau. Aber bevor wir jetzt haben wir im April quasi die ersten Blüten kommen. Also, jetzt sind wir im Jahr noch gar nicht vorbei. Jetzt haben wir im April quasi die ersten Blüten, dann gingen die Bienen raus zum ersten Mal, oder? Wir waren ja im Juli schon. Da geht es recht rund. Wir springen einfach herum, würde ich sagen. Die Haselnuss ist eine der wichtigsten ersten Zeigerpflanzen, nennen wir das. Wenn die losgeht, dann
wenn die blüht, ah, okay, gut, Pollen ist Energieeiweiß, dann geht es rund und dann sind wir schon auf der Hut und schauen, dass wir die Räumlichkeiten anpassen, weil über den Winter geben wir ihnen ein bisschen weniger Platz, damit das Wärme-Energiemanagement auch zum Volumensgröße gut dazu passt. Und wenn die dann auf einmal loslegen, dann brauchen sie mehr Platz, weil sonst boschen sie ab. Das ist dann der klassische Schwarm, den man kennt. Das wollten wir, das haben wir unterbrochen eben bei dem. Du hast gesagt, die Königin legt diese Eier, das heißt, es braucht Platz, es wird immer mehr gehen. Und da müsst ihr eingreifen, damit dieser Schwarm nicht entsteht, damit sie sich zu Hause fühlen und weiter ihr Werk vollenden können. Ganz genau, das ist, was manche Imker wollen, manche Imker nicht. Also da kannst du, je nachdem, welche Betriebsweise du hast, findest du es auch als natürliche Vermehrung. Dann, es gibt so Anzeichen, wo du denkst, ah, jetzt geht es dann gleich bald los. Dann fährst du raus und schaust, ob du es siehst, verfolgst ihn, fangst ihn ein und hast ein neues Bienenvolk. Okay. Wir haben ja vorher schon kurz angesprochen, für mich war das immer so klar, die Bienen sind da und irgendwann bietet man ihnen ein Haus und die kommen. Das ist aber tatsächlich nicht so. Man kauft sich Bienen, genau, und setzt praktisch dieses Volk an, unter Anführungszeichen, wenn man das so nennt. Mhm. Ich sage es in meiner laienhaften Sprache. Das wusste ich nicht, ehrlich gesagt. Der macht ja nichts. Das ist, dafür ist ja kein Hund und kein Händel. Ne? Ja, genau. Also jetzt muss man kaufen. Das heißt, nach was sortiert man aus? Gibt es da verschiedene Sachen, wo man sagt, dass das ergibt dann praktisch, die vertragen sie eher mehr in dem Gebiet, wo jetzt die und die Pflanzen eher sind, bei einem Weingarten oder beim Waldstück, beim Windschutzgürtel. Nimmt man da eine andere Biene als wie sonst oder ist eine Biene eine Biene? Na, grundsätzlich ist eine Biene eine Biene. Es gibt natürlich verschiedene Rassen bei den Bienen, aber das würde jetzt, glaube ich, viel zu weit führen, wenn wir auf das eingehen. Du gehst einfach zu einem Imker des Vertrauens. Ich meine, grundsätzlich ist es ja so, dass du vorher irgendeine Ausbildung gemacht hast. Du wuchst in der Früh nicht auf und sagst, hurra, heute kaufe ich mir jetzt eine Leberkassemme und eine Beute Bienen. Ja. Also wird schon vorkommen, oder? Kann sein, also jederzeit gerne. Ja. Nein. Das heißt, du hast im Vorfeld schon informiert und hast dann meistens auch schon einen Standplatz. Das ist das, auf das du hinaus willst. Ja. Da schaut man halt, dass das irgendwas ist, was für den Imker leicht erreichbar ist. Und wo die Bienen, wenn es geht, weg von Industrie oder konventioneller Landwirtschaft halt stehen. Ja. Das war mir eben in meinen Vorgedanken praktisch auch überlegt. Macht es überhaupt Sinn, jetzt bei einem Windschutzgürtel, wo neben Acker bewirtschaftet wird, der wahrscheinlich auch mehr oder minder halt bearbeitet wird, ob man dort wirklich was aussetzen möchte oder nicht, ob man sich das nach dem aussucht oder je nachdem. Also das ist sicher ein bisschen eigene Wissenschaft, ja, das auf das heute also aus. Also nicht nur eigene Wissenschaft, vor allem geht es auch einfach darum, dass du weißt, dass nur weil eine Pflanze Blüten hat, sie für die Biene nicht interessant ist. Also du brauchst halt einfach Pflanzen, die Nektar und Pollen bringen und es gibt ganz viele mittlerweile Hybridsorten, die also von unterschiedlichen Zierwind-Nutzpflanzen, die weder das eine noch das andere haben. Und wenn es dich da nicht auskennt, dann stellst du deine Bienen hin, denkst du, juhu, passt, geht schon, da blüht alles und es kommt nichts und die Biene, ja, stirbt im extremsten Fall. Jetzt hat sich der Michi geoutet. Sein Zugang war, er wollte einfach die Zutaten für seinen Met praktisch selbst produzieren. Genau. Wie war dein Zugang? Ich glaube, du bist familiär, veterinärtechnisch vorbelastet. Nein, gar nicht. Meine Mutter ist Ärztin, war Ärztin, jetzt in Pension, Großeltern, Landwirtschaft, also mit... Wir haben auch alle möglichen Viecher bei uns gehabt. Also da war ich dem Tier, sagen wir so, generell schon nahe. Und ich habe schon die ganze Zeit überlegt, wie es eigentlich gekommen ist. Ich könnte es da nicht sagen. Genau, ich weiß nur, dass zwei Freunde von mir, einer von denen ist bei uns immer noch im Verein, kassiert, Buchleitner Michael, und noch ein anderer, wir haben immer so wieder mal geredet, so Biene, Imkern, war halt schon irgendwie cool. Der Opa von Michi, der war selber Imker in Breitenbrunn und da kommt jetzt gerade eine Kindheitserinnerung, dass ich da, weiß nicht, mit 6, 7, 8 Jahren, da war ich schon dabei und weiß die Honig schleudern und auf einmal rinnt da einfach nur zuckersüßes Zeug herunter und das war schon cool und dann ist es soweit gekommen, dass man irgendwann mal zu dritt kriegt, hey, war das cool und dann haben wir gewusst, der Siegjürgen, ein Brucker, Imker, Freund von uns, der ist da groß dabei. Wollen wir das zu dritt machen? Weil einer alleine hat sich irgendwie blöd gesagt nicht traut oder dem war das zu viel. Und dann haben wir so quasi, okay, gut, passt. Handshake Agreement, wir machen das zu dritt, dann ist nicht so viel Arbeit. Und ja, dann waren wir auf einmal Imker.
Ja, und ist die Begeisterung für das Tier selbst immer die gleiche gewesen oder hat sich das eigentlich bei dir, Michi, erst dann entwickelt, wie du gemerkt hast, okay, ich will so einen Honig machen, aber eigentlich gehört da viel mehr dazu. Und da muss man sich mit dem Volk beschäftigen, mit dem Vorbereiten, wie gesagt, diese, ich sage dazu Schablone, also wenn es eine Mittelwand gibt, damit es leichter tun, Waben aufzubauen und solche Sachen, das wirst du ja nicht gewusst haben. Na, du, bei mir war das einfach so, immer doch da, bitte Imkerei, also, okay. Ich habe ein paar Bücher angeschaut, habe dann sehr schnell gemerkt, dass in jedem Büchlein was anderes steht und habe dann doch einen Kurs belegt. Das heißt, ich habe dann eine Ausbildung gemacht zu dem Ganzen, bin dann zweimal in der Woche nach Wien gefahren, habe dort das in der Abendschule gemacht, bla bla bla. Und da habe ich die ersten Bienen bekommen und dann habe ich Stein an gehabt. Bin nicht davor gestanden und wusste es eigentlich nicht, weil es halt ein Handwerk ist. Das ist halt nichts, was du nur wissenschaftlich lernen kannst, sondern musst einfach wissen, wie man was angreift. Und ich hatte aber dann das große Glück, dass ich einen Imkervater gefunden habe, der heuer leider verstorben ist und der mir sehr viel geholfen hat. Der ist einfach mitgegangen mit mir und hat gesagt, mach das so, greif das so, mach das so. Und so habe ich das dann langsam erlernt. Mhm. Es ist aber jetzt, wie gesagt, ich mache das schon sehr, sehr lange. Es gibt heute auch noch Tage, wo ich am liebsten alles anzünden würde. Ja, das gibt es einfach. Okay. Das ist einfach, wenn du draußen bist und die Dinge laufen nicht so, wie du das hier vorstellst, weil die Bienen halt einen anderen Plan haben. Ist halt schwierig, aber das macht es auch aus. Es ist nicht immer das Gleiche. Und meine Bienen sind halt auch kein Hund, zu dem ich sitze und Blatt sage. Ja. Gut, das kann mein eigener Hund auch nicht. aber das ist halt die Natur. Wie zeitintensiv ist es? Also in der Woche zum Beispiel, muss ich da jeden Tag rausschauen zu den Völkern? Oder? Also es ist, wir haben das jetzt unterbrochen, das Bienenjahr, dort wo wir jetzt im Höhepunkt sind, ist es schon sehr, sehr zeitintensiv. Ja. Da musst du schon schauen, dass du regelmäßig einmal in der Woche dir ein paar Stunden, je nachdem wie du arbeitest, halt Zeit nimmst, damit das Ganze dann auch Freude macht. Weil das ist halt gerade beim Neueinsteiger immer das Problem. Man stellt sich das leichter vor, als es ist und dann wird es halt schwierig. Ja. Und dann kommst du in einen Strudel rein, wo du einem Problem dem anderen hinterher rennst und jo, das macht keinen Spaß. Das wird aber mit der Zeit recht schnell besser, wenn man ein paar gewisse, wie soll man sagen, Gegendorfer Biologieunterricht, irgendwelche, ich weiß nicht was, Zyklen, irgendwelche Kreisläufe. Ich glaube, Kreisläufe war das. Du musst nicht genau, also das klingt jetzt blöd, du musst nicht genau wissen, was du, also nicht erst kommt Schritt 1, Schritt 2, Schritt 3, sondern du musst gewisse Kreisläufe im System verstehen und dann kannst logische Schritte selber schon herausfinden und dann kannst du auch den Zeitaufwand schon ein bisschen runterschrauben, wenn du siehst, aha, okay, und sie fliegen so oder aha, das ist, das heißt, es wird das und das passieren, na dann mache ich das. Aber das Learning kommt praktisch immer von Jahr auf Jahr. Auf alle Fälle, ja, ohne Biene, da lebst du ja nichts. Also da kannst du nicht zu diesen, aha, das war das jetzt, kommen. Und jetzt habt ihr mehrere Völker quasi stehen, oder? Mhm. Wie viele Völker hat man da so, jetzt der Durchschnittsimker, oder ist das? Also ich glaube, bei uns im Verein haben wir mal den Durchschnitt, würde ich sagen, liegt so zwischen, nein, das ist auch wieder komisch, aber wurscht, sagen wir 5 bis 6 Völker. Mhm. Wir haben welche mit 20, 30, 40. Wir haben welche mit einem oder zwei, wobei ein Volk allein, das ist nichts. Ja. Das ist nichts. Also wenn dann 3, 4 zum Anfangen, damit du ein bisschen was hast, wo sich die Völker, also das klingt jetzt auch wieder, aber dass die Völker sich gegenseitig ein bisschen unterstützen. Okay, also die vertragen sich schon quasi untereinander, diese Völker, oder gibt es da nicht? Das ist überhaupt kein Problem. Aber ich würde jetzt den Thomas ein bisschen was anderes sagen. 3, 4 ist vielleicht am Anfang ein bisschen viel für einen Einsteiger, aber so 2 Minimum. Unter 2 würde ich nichts machen. Mhm. Also ein Volk sich anschaffen ist, glaube ich, ja, stimmt. Also zu meiner Vorgeschichte, ich rede auch ein bisschen blöd, ich habe mit 2 Kollegen gleichzeitig angefangen. Ja, okay. Also das ist ja überhaupt nochmal einfach. Aber 4 ist dann am Anfang schon auch wieder 5. Ja. Also das wurscht. Wenn du es bei mir kauft, kannst du 100 auch kaufen. Das ist überhaupt kein Problem. Man ist aber nicht davor gefeit, habt ihr im Vorgespräch gesagt, dass man sich auch etwas einschleppen kann. Also es gibt schon auch Sachen, die Völker praktisch... Man kann sie Krankheiten einschleppen, also Seuchen, wie auch immer. Also ich bin bei uns im Bezirk Seuchenwart, das heißt, ich bin für das zuständig. Okay. Und das sind halt Tiere. Und so wie jeder Mensch krank werden kann, können auch diese Tiere krank werden. Und da gibt es halt unterschiedlichste Krankheiten. Und da muss man halt Vorsorge tragen. Das ist genauso, vergleichsweise, wenn du einen Hund hast, mit dem gehst du auch impfen und schaust, dass es ihm gut geht. Und so machst du es mit den Bienen auch. Aber die Bienen kann man nicht impfen, wenn das nächste Frage wäre. Ja, ganz eine kleine noch. Das geht nicht. Genau. Zurückstechen einmal. Ja, so ungefähr. Nein, aber man schaut halt, dass man hygienisch arbeitet, dass das sauber ist. Ja. Und dass, wenn man Bienenmaterial von A nach B transportiert, dass man sich halt da nichts einholt.
Und halt auch von wo man sie bezieht. Genau. Also genau. Da sind wir wieder im, ja. Okay, Gott, regional, also online kannst du ja eh überall alles weiß Mögliche irgendwo bestellen. Ob, also was dann alles mitkriegst, weißt nicht. Okay. Und idealerweise weißt bei deinem lokalen Imker. Schauen wir uns ein bisschen die Produkte an. Man kennt es ja, jetzt kommt die Weihnachtszeit. Typ Met gibt es auf jedem Weihnachtsmarkt. Gibt es einen Metstand, dann gibt es meistens Kerzen, ja, wie auch immer, Cremen und eben den Honig. Ihr habt es vorher so ein bisschen durchblicken lassen. Es gibt welche, die halt wirklich auf Ertrag aus sind. Und es gibt praktisch auch eben Honigbauern, kann man das so sagen? Ist das, kann man vielleicht sagen, stimmt zwar nicht, aber kann man sagen. Kann man sagen, okay, ja. Also es gibt jemanden, der auf der Produktion einfach aus ist. Das ist natürlich immer, wie überall, wofür Ertrag sein muss, geht es irgendwann nochmal zu Lasten des Produzenten, der ja praktisch die Biene ist und nicht, oder beim Feld das, die Erde. Ne? Da irgendwann ist da einmal, ist das brach. Ja. Ist bei der Biene wahrscheinlich genauso oder beim Honig. Oder kann man sagen, dadurch, dass sie das eh immer der Kurzlebigkeit immer revitalisiert oder... Ich glaube, man darf sich das jetzt nicht so vorstellen, wie die Kuh, die jetzt ausgebeutet wird und die jetzt da ewig und immer Milch gibt und ein Kalb nach dem anderen bringt. Das ist es sicher nicht. Ich kann es nur so erklären, ich bin Bio-Imker, ich bin biozertifiziert und für mich ist es halt immer so, dass mir es lieber ist, es bleibt Honig in den Völkern, als ich verkaufe an Honig mehr. Mhm. Ja, das heißt, meine Völker überwintern einen Großteil auf dem, was sie eingebracht haben und ich nehme einfach nur so viel außer, wie eben Überschuss ist. Mhm. Das kann man jetzt in der auf eine andere Weise natürlich machen, indem man einfach alles rausnimmt und dann nur mehr mit Zuckerwasser oder Bienenfutter auffüttert. Mhm. Also das ist wahrscheinlich das, was du meinst, in diese Richtung, wie das geht. Ja. Ich tue mir da ein bisschen schwer, nein, weil mein klar. Zugang jetzt, da, ja, ja. jetzt zum ersten Mal ja, mit ja. Menschen, die das machen, nein, spreche. Ist ja. Genau, das, da wartet man dann nämlich dann am Ende vom Bienenjahr, wo es an die Ernte geht, wo dann eben die Entscheidung ist, okay Gott, räumst du es einfach ratzeputz leer, weil jedes Decker zählt oder sagst du einfach, okay gut, du verzichtest auf Ertrag, lasst, da gibt es, genau, ganz arge Sachen. Ja, aber nein, wurscht, da gibt's da, also du kannst grob vorausberechnen, wie viel Futter sie brauchen werden über den Winter und da kannst du sagen, okay gut, diese Menge lasst du ihnen auf alle Fälle drinnen, weil der selbsterzeugte Honig ist einfach das gesündeste. Ja. Aber ich glaube, ich kann euch durchschauen in dem Sinn, dass man sagt, ihr habt es ja nicht aus dem Grund gemacht, jetzt so viel wie möglich Ertrag zu haben, sondern euch hat ja eher fasziniert, wie kommt es dazu, dass man das Produkt überhaupt rausbekommt. Genau. Und das halt, was bleibt, ist halt primär mal der Eigennutzen oder das familiäre Umfeld und dann halt vielleicht auch hin und wieder, dass das eine oder andere bei kleinen Märkten oder sowas gemacht wird. Aber das Hauptaugenmerk bei euch war nicht das, dass man sagt, man muss jetzt damit was produzieren, sondern das Interessante daran ist, die Biene dazu zu bringen, dass das Volk wächst und dass halt dann nachher auch was überbleibt. Aber nicht monetär, sondern ganz einfach, dass man sagt, das ist ein Produkt, wo ich weiß, wo es herkommt. Du, monetär ist es sowieso ein Problem, weil wenn du das verlangen würdest, was an Arbeit da drinnen steckt, in dem Honig, kauft keiner an. Und bei mir ist es immer schwierig, ich vermarkte einen Teil über Supermärkte und ich stehe aber auch auf normalen Märkten und wenn du auf die normalen Märkte stehst, kommen die Leute halt immer. Mhm. Ja? Und dann schauen sie sich das halt an und dann sagen sie, aha, was kostet das? Und dann gehen sie zwei Stände weiter und sagen, was kostet bei euch der Honig? Und dann vergleichen sie und schauen sie. Ich meine, es ist ja klar, verstehe ich. In Zeiten wie diesen ist das klar. Ja? Aber mit der Herangehensweise, also ich mache jetzt ein Geschäft, aus dem ist es, glaube ich. Die Arbeitszeit darf man schon gar nicht rechnen wahrscheinlich. Die Arbeitszeit darfst du nicht rechnen und andere Sachen, also was du da hineinbutterst, das ist, glaube ich. Aber Michael, du hast gesagt, du bist Bio-Imker, du bist Biologe jetzt drauf. Genau. Wie schreibt man den Bienen vor, wo sie hinfliegen und was sie nehmen die von was nicht? Wie ist das vom Reglement her? Vom Reglement ist es ganz einfach. Ja. Ich werde einmal im Jahr kontrolliert, das heißt, es kommt einer zu mir heim, der schaut sich alles an. Und ich muss auch alle meine Stände bekannt geben und die müssen so aufgestellt sein, dass 3 Kilometer dort, wo ich stehe, zum einen keine Industrie, aber auch wenig konventionelle Landwirtschaft ist. Das heißt, ich darf mir zum Beispiel in keinen Windschutzgürtel stellen. Meine Bienen stehen großteils im Wald. Das ist, da gibt es nicht viel, was mit Drift oder sonstigen Sachen hinkommen könnte. Und deshalb eben auch diese Biogeschichte. Und, hast du uns ja was mitgebracht? Ja, genau. Ich habe einen Cremehonig mitgebracht und einen Blütenhonig. Und was ist der Unterschied jetzt dazwischen? Das kommt darauf an, wann du das schleuderst. Das ist der Cremehonig, ist der Honig, den ich im Frühjahr geschleudert habe. Der ist dann schon, der kristallisiert, so heißt es, früher aus. Und man rührt ihn dann, damit er eben streichfähig bleibt.
Und der Blütenhonig ist der, der am Schluss geschleudert worden ist. Mhm. Deshalb ist er noch flüssig. Jetzt beim Honig, haben wir vorher schon angesprochen, ein Hausmittel eigentlich. Also natürlich gibt es einige, die das auch zum Würzen unter Anführungszeichen nehmen, zum Süßen. Also Würzen, ja. Ja, für den Salat kannst du das auch nehmen. Ja, genau. Und die Hausmittel. Also ich bin jemand, der sonst nicht Honig verzehrt, aber wenn ich merke, es kratzt irgendwas oder es ist eine leichte Verkühlung im Herbst, ein Tee mit einem Löffel Honig ist aus meiner Sicht eigentlich das beste Mittel. Da brauche ich nicht irgendeine Tablette dazu. So nach zwei, drei Tagen, das einfach zwei, drei Tassen am Tag trinken, habe ich kein Problem mehr. Da habt ihr gesagt, da gibt es ein Irrtum. Es ist so, dass das nicht zu heiß sein darf. Also nicht gleich ins frische Teewasser, ist vielleicht der Tipp von euch. Genau. Also 20% vom Honig, also das kommt jetzt von der ehrlichen Seite, sind die, die wirklich medizinisch wertvoll sind. Mhm. 80% ist Zucker, schmeckt gut. Der Rest sind ganz wertvolle, unterschiedlichsten Stoffe, antibakteriell etc. pp. Die überleben aber nicht über 40 Grad. Das heißt, Tee aufkochen, den man ja eigentlich auch wieder nur bei, wenn man streng sein will, 70 Grad aufkocht, nicht so wie mit dem Wasserkocher 100 Grad, eigentlich Tee runterkochen, also runterkühlen lassen und dann erst den Honig zum Süßen hinein, wenn man die gesundheitsfördernden Sachen komplett erhalten will. Mhm. Wenn du es gleich einsteckst, ist halt... Statt dem Zucker. Ja. Der Zucker. Ja, oder du nimmst auch den Löffel Honig vorher, bevor du den Tee trinkst. Ja, genau, das ist auch möglich. Also das ist auch eine in der Erkältungszeit einfach einen Löffel, also ob es jetzt einen kleinen oder einen großen wirst, pur so. Eine. Und jetzt als Honig-Profis, was sind eure Geheimtipps rezeptmäßig? Nicht jetzt nur dem Wohlwollen, sondern auch dem Gutschmecken geschuldet. Wo habt ihr eure Geheimtipps, für was ihr Honig in der Küche oder beim Naschen oder wie auch immer verwendet? Oder beim Metkochen oder zubereiten? Nein, ich reibe meinen Schweinsbraten damit ein. Mhm. Und was ich auch immer wieder mache, ist in den Salat. Okay. Wenn du einen frischen Salat magst, Essig und ein bisschen Honig dazu, das sind so. Ich esse selber eigentlich auch wenig Honig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, da muss ich leider auch. Also ich bin nicht so der Honigesser. Nein. Also das ist aber oft so, oder? Wenn man selber was produziert, heißt der Meter Fleischer quasi, mag seinen Speck nicht, der geht nur ins Kaffeehaus und nein, es ist was, wenn die Winzer das Bier trinken. Wenn du schleuderst, wenn du abfüllst, du isst einfach so viel, weil du permanent einfach kostest und schaust, ob das alles passt und dann setzt dich daheim nicht mehr hier und magst du jetzt ein Honigbrot oder so. Ja. Wobei das super wäre. Bei solchen Aussagen denke ich immer automatisch, ich bin halt leider offensichtlich nicht sehr großgeistig, ich denke immer an Muttertag, wo es dann nachher bei der Grillerei sagen, und habt ihr schon gegessen? Na, beim Herrichten. Also das fällt mir da immer ein. Das ist das aber, na warte, mir fällt eines ein. Schafskäse vom Raser, Salz, Pfeffer, Himbeeressig von meinem Vater selber gemacht und da drüber in so kleinen Fäden den Honig drüber. Die Kombi aus Käse, sauer, süß. Das ist großartig. Na, siehst du, jetzt haben wir schon entlockt. Wenn ein Honigbrot ist, muss immer darunter Butter sein. Das ist für mich für mich too much. Willst du jetzt die Nutella-Diskussion aufmachen, ob Nutella-Brot mit oder ohne Butter? Ja, ich weiß nicht, das habe ich so von der Oma so damals. Mhm. Aber es gehört schon mit Butter, ja. Na, nur ist das so link. Bienensterben haben wir angesprochen gehabt. Mir kommt vor, es wird sehr stark, also in Niederösterreich ist es zumindest so, wird propagiert, dass Kommunen darauf achten sollen, nicht nur die Gmadewiesen unter Anführungszeichen zu machen, sondern einfach eben diese Blumenwiesen zu pflanzen, dass ein reichhaltiges, naturbelassenes Blumenbeet ist. Bringt das jetzt da im Prinzip was, weil Inkerstöcke oder sowas sicher nicht wirklich, also Bienenstöcke sicher nicht. Wenn ich da kurz was dazu sagen darf, es ist immer so, dieses, wir wollen der Biene was Gutes tun und wir pflanzen jetzt, da war der Kuckuck, irgendwelche Pflanzen und ich sage immer, wenn man wirklich der Biene etwas Gutes tun möchte, dann soll man lokalen Honig kaufen. Mhm. Wenn du lokalen Honig kaufst, unterstützt du den lokalen Imker und der kümmert sich darum. Okay. Ja? Also das Bienensterben, es ist schön, wenn wir eine Artenvielfalt haben und eine Biodiversität und so weiter und wenn es jetzt zwischen den Weingärten blüht, das finde ich großartig, finde ich wirklich toll, aber es bringt der Biene nichts. Okay. Ja? Also sie wird vielleicht ein bisschen dicker, aber das hat für die Gesundheit keine Auswirkungen. Okay. Der sich wirklich um die Gesundheit der Biene kümmert, ist der Imker. Na, guter Ansatz und finde ich eine super Sache, weil das ja genau das widerspricht. Ich denke mir halt ganz einfach, was bringt es auf irgendeinem Grünstreifen in der Gemeinde, eine Blumenwiese zu haben,
abgesehen davon, dass man das ja nicht irgendwie behandeln darf, das heißt, die Hälfte vom Jahr ist da Unkraut drinnen und schaut gar nicht so schön aus. Ja. Irgendwann blüht es halt und dann ist es bunt. Aber ich denke mir, da ist in der Nähe nichts, wo man eben genau das Produkt dann aus oder wo dann diese geordnete Art und Weise der Völker ist. Da kann nichts sein, weil einfach da noch fünf Straßen dazwischen sind oder so. Und dein Zugang ist eigentlich der richtige, dass man sagt, wenn ich jemand unterstütze, der sein Hobby oder seine Passion ausüben kann, indem er ihm was abnimmt von dem, was er produziert, dann motiviere ich ihn auch dazu, dass er das weitermacht und vielleicht noch mehr findet, die das auch machen. Also das ist eigentlich der richtige Ansatz, muss man sagen. Mhm. Wobei, wie gesagt, entschuldige, aber die Wildbienen natürlich ausgenommen sind. Ja, also danke. Natürlich bringt das kleine Rabattel dort und da was den Wildbienen was, das ist keine Frage. Also und halt auch nicht nur den Wildbienen, also generell diese Blühstreifen für Insektenvielfalt, aber ganz klar die Honigbiene, die gehaltene Honigbiene, wie du vorher schon gesagt hast, der Radius von 3 Kilometer, die fliegt nicht weit. Also der Hauptradius ist so bei 500 Meter um ihren Stock herum, wo die fliegt. Und wenn du dort keine hinstellst, dann hast du dort meistens keine Honigbiene, weil die also wildlebende, freilebende Honigbienenvölker, die gibt es nicht mehr so viel, weil die durch unterschiedlichste Krankheits- und Milben einfach nicht überwinterungsfähig sind. Also die sterben halt dann einfach ab. Mhm. Bienen sterben, wieso? Ist das aber trotzdem so ein Riesenthema? Was wäre, wenn jetzt die Bienen aussterben würden? Was ist da, vor was haben wir da Angst? Das wissen wir ja alle, oder? Das brauchen wir jetzt gar nicht erklären. Ja? Also, dann ist halt vorbei die Geschichte, das macht ja nichts. Also da ist halt dann, schauen wir nach China. In China gibt es ja das, da sitzen Leute auf den Kirschbäumen. Gut, die Chinesen haben halt mehr Leid, das ist jetzt wie auch immer. Mhm. Aber es ist halt so. Die haben halt keine Insekten mehr. Und deshalb müssen sie selbst bestäuben. Das ist dann das, was auf uns zukommt. Das heißt, wir haben den ökologischen Kreislauf. Wir haben dann ein Problem. Richtig, und das ist wieder im Biounterricht. Genau. Der Kreislauf ist es nämlich. Du glaubst gar nicht, was die alles, also was sie alles bestäuben, was wir alles essen, was sie selber als Biomasse für andere Insekten, die wiederum was anderes bestäuben, was die Bienen nicht bestäuben, wieder dienen. Und also das eine ist das Futter vom anderen und irgendwann am Ende des Tages essen wir es. Und irgendwann hast halt nichts mehr, was du essen kannst. Na, sind wir froh, dass es euch gibt. Ja. Na, ich muss ja fast sagen, eigentlich ist es ja auswegslos. Wir sollten uns jetzt einsperren. Du holst noch Flaschen Grappa, weil ob die Bienen sterben, ist blöd. Mhm. Wenn die Dürre kommt, ist blöd. Wenn die Überschwemmungen kommt, ist blöd. Da gibt es nichts mehr zum Bestellen. Du musst Honig vorher noch kaufen. Ja, das ist genau, ganz offensichtlich. Also schau, dass du noch ein bisschen an Met aufführst und dann sperren wir es irgendwann ein und dann schauen wir noch mehr alles untergehen. So. Na, sind wir wirklich bedroht jetzt vom Bienensterben? Wie realistisch ist das Szenario? Also ist das jetzt wirklich ein Szenario, vor dem wir jetzt ad hoc fürchten müssen? Oder sagen wir, es geht schon wieder aufwärts, es ist schon Besserung in Sicht? Also aufwärts geht es sicher nicht. Also es ist eher die Tendenz nach unten. Aber das haben wir wieder bei der Geschichte. Es hat eine Phase gegeben in den letzten 10 Jahren, wo dieses Imkern sehr modern geworden ist, wo sehr viele junge Leute angefangen haben. So jung bist du nicht mehr, Thomas. Das flacht halt auch mittlerweile. Wieder schauen. Es sind halt hauptsächlich alte Leute, die das machen. Okay. Und wenn die nicht mehr da sind, ist halt der Großteil der Völker nicht betreut. Das heißt, es ist schon also auch ein Kernaufgebiet im Verein, quasi Menschen dazu zu begeistern, genau, mit dem Imkerei anzufangen. Genau. Es ist nicht so, wir wollen da einen Standpunkt, sondern wir wollen, dass andere mitmachen zum Imkern. Entspannt ist oder ist es anstrengend? Sie wollten das Ganze. Schon niederbrennen einmal. Nein, es gibt gute und schlechte Tage. Ja. Aber ich find, für mich persönlich ist es schon sehr entspannend. Also du gehst hin und durch dieses Brummen und Summen kommt man schon nach einem stressigen Tag auf. Also ich glaube, das pegelt dann ein. Nein, das pegelt ja, das stimmt. Aber es ist ja trotzdem auch immer mit Vorsicht, man muss mit dem schon gewisse Handgriffe können. Stell mir vor, also man will ja nicht unbedingt gestochen werden. Man muss das auch lernen, oder? Es ist immer dieses Stechen, vor dem alle Angst haben. Ja, das ist interessant. Ja, weil es halt weh tut. Ja, ist schon klar, aber es tut der Biene auch weh. Aber es ist, man wird eigentlich nicht so oft gestochen. Ja, aber da kommt der Therapeut jetzt in mir raus. Weiß ich nicht, ich muss kurz rechnen. 1991, Bruckerstadt Bad. Du laufst mit, ich meine, okay, du bist älter, aber wurscht. Ich bin auch gerne laufen. Du laufst zu einem Es Bier hat zu seiner Seite das Stadtpark schon gegeben. Du holst dein Prickerl oder deine Pommes, laufst quer drüber über die Wiesen, zack. Das sind keine Bienen, das sind Wespen, das musst du wissen, hallo. Alter, nein, das ist sicher waren das Bienen. Ich kann mich an das Bild erinnern. Das ist dramatisch, wenn du gestochen wirst, aus dem Nix heraus. Und vor allem von so ein kleines Ding, so viel Schmerz. Weil du sagst Wespen.
Wespen bringen uns aber nichts, die können wir einfach eliminieren, wenn man wollte. Nein, grundsätzlich machen wir das nicht, weil wir lieben ja alle Lebewesen, die auf dieser Erde sind. Deshalb bringen wir die Wespen nicht um, aber bringen dann nichts. Okay, also können wir verzichten. Ja, verzichten, ja. Nein, die sind Kreislauf, die sind auch wieder Futter für irgendwas, aber irgendwas sind es ziemlich lästig. Hummeln zum Beispiel. Ich hab im Internet gesehen, dass man kann sich genauso Hummelnester quasi bestellen und die setzt man in die Erde rein. Und das war es dann eigentlich. Das ist ja, so. Oder du lässt es, gibt unterschiedliche Anbieter, du lässt es in dem Karton drinnen. Ja, ja, ich glaube, wenn es die Frau loswerden willst, oder so, dann weißt du ja die Allergie oder so. Ah, Hummelallergie. Das war eine Allergie. Ja, richtige Hummelallergie. Aber mit Hummeln habt ihr jetzt weniger zu tun im Verein. Also wir sind ein Bienenverein. Rein Bienen. Also ja. Wir hatten einen Kollegen, der hat auch einmal mit Hummeln experimentiert. Und da gibt es ganz lustige Geschichten, dass du also Bienen und Hummeln quasi im richtigen Brutalter zusammenlassen kannst und dann kümmern die sich umeinander und pflegen sich. Das funktioniert. Aber Hummelnest wird halt nicht groß, das sind halt, weiß nicht, 300 Stück, aber die sind eher in der, Tomatenproduktion. Ja, das Glashaus. Glas, danke. In den Glashäusern verwendet man die, weil die Hummeln schon bei niedrigen Temperaturen fliegen können. Okay. Na schau. Und überwintern dann in der Erde drin. Eigentlich. In ihrem Nest. Okay. Also das sind kein Maulwurf, die sie runtergraben, aber sie haben halt irgendwie ein geschütztes Nest, so wie Wespen oder andere Insekten halt. Mhm. Jetzt bin ich sehr überrascht. Ich glaube, das war eine dumme Frage von dir, aber die hat dann ist gut ausgegangen. Ich habe es überrascht. Meine Frage noch: Ich habe erlebt, dass jemand ein Problem gehabt hat mit einem Wespen, mit Bienen, Wespen, was auch immer, Wespennest. Sagen wir Wespennest. Ja. Da ist, hat eben beim Balkon war das Problem, die haben bei der Feuerwehr angefangen, die kriegt das Nest nicht weg. Und die Feuerwehr hat gesagt, rufen Sie einen Imker an. Ja, danke. Ja. Also bitte, wenn Sie ein Nest haben mit Wespen, rufen Sie bitte nicht einen Imker an, rufen Sie einen Kammerjäger an, der wird ganz viel Geld verlangen und das werden Sie zahlen und das ist erledigt. Aber ihr kennt das Problem, oder? Nein, sicher, wir rufen es dauernd an. Ich habe einen Bienenschwarm und dann kommst du hier und dann sind dort Wespen in der Verschollung. Also jetzt wollte ich schon reingrätschen, weil es von Bienenschwarm redest. Nein, nein. Wegen denen täten wir ja kommen. Mhm. Genau, den holen wir gern. Ja. Das sollte man aufklären. Vielleicht ein Foto in der Beschreibung irgendwie, dass die Leute einen Unterschied zwischen Biene, Wespe und Hummel. Genau. Absolut. Ihr kennt es auf Facebook, kennt man es eh, dieses Biene, Wespe, Biene, Hummel, Arschloch. Genau. Wespe. Eine dick, fett, brummt und ist dein bester Freund, die Hummel. Ja, genau. Aber ich bin schockiert, wie wenig eigentlich den Unterschied erkennen. Mhm. Biene das Flauschige, Wespe das Glatte. Ja, es ist aber auch schwierig, muss ich dazu sagen, weil man sieht, es fliegt, es ist gelb, man hat auch Angst, es könnte stechen. Ja. Und wenn ihr einen Imker danke, anruft, Angst, es könnte stechen. Aber wie ist es mit dem Sturm? Ja, genau, siehst du, schaut man schon fremd. Ja. Dann kommt die Schwebefliege noch. Mhm. Ja, oder dann hast du Wildbienen, für die man ja schöne Insektenhotels machen kann. Das ist ja alles da. Okay. Euer Projekt, euer Verein, soll ja ein bisschen mehr die Breite finden und ihr wollt aufklären, wie schaut die Zukunft aus? Wie schaut es in die Richtung Öffentlichkeitsarbeit aus? Wie wollt ihr neue Mitglieder, neue Leute begeistern dazu? Was macht ihr da dazu? Wenn du auf dem Markt bist, klärst du die Leute auf? Kommen da immer wieder Interessenten daher, die sich da informieren wollen? Wie schaut es da aus bei euch? Freilich, es ist ganz unterschiedlich. Also es gibt viele Leute, ich nenne sie immer meine Imkerlehrlinge, die kommen halt zu mir und sagen jetzt, ich will bei dir Erfolg kaufen. Und da bin ich aber immer ein bisschen skeptisch, weil ich sage immer, pass auf, wir machen das so, du kommst einmal zu mir, wir schauen uns das einmal gemeinsam an, wir imkern einmal eine Zeit lang gemeinsam und dann schauen wir, ob das wirklich was ist für dich oder nicht. Das mache ich nicht, weil ich so ein guter Mensch bin, sondern das mache ich einfach mit dem Hintergedanken, dass ich nicht will, dass sich jemand was kauft, was nicht betreut wird. Mhm. Weil wenn du ein Bienenvolk irgendwo stehen hast, was keiner betreut, ist das dann, das haben wir wieder bei dem Punkt, bei den Krankheiten, für alle gefährlich. Mhm. Ja. Ja, natürlich. So wie deine Metapher, die du immer wieder anwendest, wenn du einen Hund nimmst und auf den nicht aufpasst und nicht erziehst, beißt er auch irgendwann. Ganz okay, genau. Das siehst du schon. Habe ich schon verstanden. Ja, ich bin ja lernfähig. Didaktisch großartig. Und bei den Bienen ist es ja im Vergleich zu den Hunden noch einmal anders. Die fliegen ja gegenseitig einmal beim anderen Volk eine und machen eine kurze Pause und dann fliegen sie wieder weiter. Oder gerade die Männchen machen viel Völkerhopping, damit sich also mit ein paar Tage länger leben. Nein, damit sie halt alles gescheit vermischt, damit jeder mal zum... Na, damit sie wissen, warum sterben. Also, ja, ich glaube deshalb. Und die, die stecken halt der eine das andere an. Und deswegen ist es auch im Interesse der Imkergemeinschaft, dass wir uns alle kennen, dass wir alle eine gewisse ähnliche Einstellung
gerade zur Bienengesundheit haben, weil wenn du irgendwann stehen hast, der sich nicht darum kümmert und die Bienen bringen dir dann alles, was du nicht willst, hast du auch keine Freude damit. Ich würde fast sagen, meine Aufgabe ist es ja immer, dass ich mich eigentlich, also dass wir die Einladung zur zweiten Runde aussprechen. Wir laden sie einfach bei euch ein. Und wir laden sie einfach mal auf so eine Tour ein und schauen ganz sie das frech. Mal mit euch ja, ein. Ja, kommt gerne, ja. Ja? Also ihr rauscht es dann wirklich so mit den Anzügen und also mit wir dem schon, ihr wir nicht. Ja, ist egal. Wir sind nicht mit der Angst vorm Stechen. Richtig, genau. Für unsere Größe gibt es keine Bäume, weißt du, wir müssen das so durchziehen. Wir nehmen einfach so ein fertiges so ein Baumarktfliegengitter und das bindet man so mit Kabel. Es gibt rosa Imkeranzüge in XXXXL. Wird knapp, aber kennt ihr mich aus. Gemeinsam eine Schlürfen. Wir sind im Ort. Genau, gemeinsam eine Schlürfen. Nein, aber so diesen Bienenanzug, das Ganze, ja. Meine, wo man sich als Bienen, ich kenne das nur so von ein paar Shows. Verchecks kennst du das. Ja, zum Beispiel. Wo man sich als Bienen anzieht. Gefährliches nein, der Bienenanzug quasi, wo die kompletten Bienen auf dir drauf sitzen. Nein, das sind eingeschmiert mit Zuckerwasser. Können wir das halt mit Max probieren? Ja, können wir mal. Wieso der Max? Nein, ich glaube, dass das Schwärme sind, weil Schwärme stechen nicht und wenn es einen Schwarm auffängt, kann ich dann an den Bord hängen. Ja, genau. Ja, das nein, vor allem gar nicht so sehr den Schwarm abfangen, sondern die Königin. Pheromone, die riecht gut und dann bleiben alle hocken. Ja, können wir gerne machen. Nein, also, was ist nein, du nein. Na, schaut, wir hätten uns schon so gefreut. Ja, ich halte die Kamera. Du bist mal reingefahren ins Geschäft. Entschuldigung. Also wir laden uns ein, wo eigentlich das, wir würden uns das gerne mal anschauen. Also mich interessiert, dich absolut. Auch wahrscheinlich. Und ja, vielleicht können wir dann den Metkosten nochmal. Ja, das könnte auch sein. Ich würde sagen, es war mal ein kurzer Überblick eigentlich über die ganze Sache. Und ich muss auch zu meiner Schande gestehen, ich habe noch zu wenig Ahnung davon gehabt. Aber es ist interessant, dass das eigentlich wirklich ein Jahr lang Beschäftigung ist. Also wenn es vorbei ist, schon wieder fürs nächste vorbereiten, sich Gedanken machen, wie baut man das wieder auf? Wie kann man vielleicht Fehler, die im Jahr passiert sind, umgehen? Wie kann man schon die Schritte, die du erwähnt hast, eben sich darauf vorbereiten, was ist, wenn der Schritt 4 schneller kommt als wieder Schritt 3? Ja, vor allem sagen. Dann ändern sich einfach die klimatischen Umstände und dann kannst du dein Konzept von Schritt 3 bis 4 gleich einmal wieder irgendwo hinschmeißen das und du kannst ja. Du überlegen, okay gut, jetzt ist zum Beispiel für eine gewisse Behandlungsmethode gegen die Varroa, wird es jetzt einfach immer zu heiß. Das kannst du nicht machen, jetzt musst du wieder komplett was anderes überlegen. Also es gibt schon Konzepte, aber es ist immer irgendwas. Unser Job ist eigentlich die Digitalisierung. Online wird man eure Produkte auch bestellen können. Ist das schon so? Habt ihr das? Oder wo kann man Honig von euch oder Met von euch kaufen? Bei der Digitalisierung arbeiten wir gerade mit einer sehr netten Firma lokal zusammen. Also, keine Werbung. Dass wir unsere Homepage... Sagen wir, dass die so teuer sind? Na, das sind die, die sich nicht auskennen. Nicht ja, man muss gleich mal anfangen. Ja, nein, also grundlegend wollen wir als Verein, weil du auch gefragt hast, wegen Pressearbeit oder wegen Breitenwirkung, die einfach unseren Webauftritt ein bisschen auf neue Beine stellen, wo wir auch Imker, die Interesse haben, eine Plattform bieten, dass einfach sie online gut aufploppen und wenn du halt dann sagst, Alter, ich hätte gerne einen Honig und ich wohne, weiß nicht, in Sarasdorf, dann gibst du halt deine Postleitzahl ein und wenn in der Nähe einer aufploppt, E-Mail, Telefonnummer, rufst an, hey, was hast, kann ich vorbeikommen und geht schon. Mhm. Und jetzt unmittelbar die nächsten Wochen, Adventmärkte stehen an, gibt es da wo was für euch? Ja, genau, ich bin in Göttlersbrunn am 8. Dezember. Okay. Da gibt es einen großen Adventmarkt und ja. Da ein Kollege von uns, der Jürgen, der steht in Bruck am Adventmarkt, okay. Hat super Produkte. Okay. Na, dann haben sie mich schon mal ein bisschen versorgt. Wir kennen uns den Löffel Honig vor dem Tee jetzt da praktisch. Vom Jürgen habe ich einen Kübel zu Hause stehen. Ja, wirklich? In der Backstube. Den können wir nehmen, wenn wir da die Bienen... Also, stehen Bienen eigentlich auf Honig selber? Oder ist das Pfui? Da versteht die Frage nicht. Auf fremden Honig. Ich hasse diesen Job. Die machen das einfach nur aus purem Blütenhass. Das darf kein anderer haben. Genau. Ich würde jetzt den Vergleich nicht bringen, was ich eigentlich im Kopf habe. Aber grundsätzlich, lassen wir es einfach so stehen. Wie gesagt, danke für die erste Information. Bitte, bitte. Offensichtlich gibt es eine Firma, die sich damit befassen wird. Das heißt, ja, werden wir schauen, ob wir da noch was davon erfahren, aber nicht lesen wir es dann halt einfach nach. Mhm. Man findet euch aber jetzt schon auf Facebook oder was seid ihr, glaube ich, unterwegs? Genau, die also. imkeausbruck.at, da gibt es Kontaktdaten, das ist einmal schon das Wichtigste. Mhm. Also wer
der alle mögliches Interesse und Fragen hat. Oder wir wollen jetzt auch für die Schwärme, die immer wieder um und um fliegen, da haben wir uns einen Gag ausgedacht, eine E-Mail-Adresse einrichten, schwarm@imkerausbruck.at. Also wenn du einen Schwarm hast, schreib uns und dann... Okay, das ist eine Dating-Plattform dann auch praktisch. Ja, natürlich. Okay, da brummt, da zoomt, da wird gestochen. Okay. Ja, vor allem, wenn es rasch gehen muss. Nicht? Wenn man jetzt, wenn man sagt, es gibt einen Interessenten, man weiß jetzt, da, zum Beispiel der Alex hat so aufmerksam zugehört, jetzt will ich ihm was unter den Christbaum legen und brauche ein Utensilien, kann ich mir an euch wenden und kann sagen, na, das ist einmal so ein Starter-Set praktisch. Nicht? Also den Umhang, den rosanen und solche Sachen. Das kann man dann wie viel Platz braucht man denn da dazu? Wie viel? Oh Gott, wo fängt das an? Da brauchst du schon Platz. Hektar? Da brauche ich da wirklich? Hektar? Nein. Hektar brauchst du keine. Nein. Aber du brauchst schon von einer Wohnfläche, du brauchst schon eine Garage oder eine Scheune oder was da guckt. Also du brauchst schon Platz. Mhm. Also ich überlege gerade. Ich würde sagen, ich habe mein Imker-Equipment plus die Räumlichkeiten für alles, das werden sicherlich so 40 Quadratmeter sein. Ja, du kommst gleich hin. Ich habe einen Schleuderraum und das ganze andere. Genau, Lager. Das ist schon. Ich glaube, das geht ja nur bei dir in den Hof aus. Ja, oder mitten in der Stadthalle. Ja, da ist zu finster drinnen. Ja, du, da müssen wir Lichtkuppeln machen lassen. Nein, aber wir haben die 50 Minuten. Super. Es war mal Volksfest. Vielen Absolut, Dank. Ja. Wir haben die danke, ersten danke. Infos, sage ich mal, ein bisschen gekriegt. Vor allem bin ich froh, als ein Männchen. Als Männchen war Biene ein schönes Leben, als Frau ist dann nur arbeiten. Die ersten Infos mal reinbekommen. Vielen Dank fürs Kommen. Dankeschön für den Honig auf jeden Fall. Ich hoffe, es war vielleicht auch schmecken. Ja. Und wir werden uns sicher ein zweites Mal sehen. Ja, gerne. Und wir werden dann in die verbotenen Zonen, die wir heute nicht mehr besprochen haben, weil wir wollen ja nicht verraten, wo die überall praktisch ihre Schwärme haben die zwei Jungs. Ich habe Angst vor dem. Ja, da werden wir, die werden wir dann praktisch noch besuchen. Werden also Lokalaugenschein. An der Zehner. So, also ja, Biobar. Das ist ein weitführender Weg und da kann man einiges erleben. Ja, ja na gut, okay. Gut. Und eine kleine Checkers-Episode können wir auch gerne machen. Also ja, nein, da, also wie gesagt, mir wäre es ja nie eingefallen, aber er hat unseren Lehrling ins Spiel gebracht und das werden wir noch in einem Monday Morning mit. Vor allem, wir haben jetzt nicht den veganen Honig besprochen, aber das lassen wir als Spoiler stehen. Es soll auch veganen Honig irgendwann einmal vielleicht kommen. Gell? Aber das lassen wir als Spoiler stehen. Wir reden nächstes Mal über veganen Honig. Auf jeden Fall. In diesem Sinne, bis zum nächsten Mal. Nachhören und nachsehen auf YouTube, Facebook, Spotify, alle Apple Podcasts und sonstige so Sachen. Ganz empfehlenswert beim Honig lecken und Autofahren. Viel Spaß, bis zum nächsten Mal. Danke, ciao.